So, mit vollgefüllten Herzen und noch dazu ein paar Elixiere, ich zeige es euch noch kurz. Geht es jetzt nun weiter mit Ganons Turm hier in Legend of Zelda Link to the Past. In der letzten Folge hatten wir einige Fails durchgemacht und ich habe leider damals Mr. Dynamites Rat nicht angenommen. Ich habe gedacht, okay, 4 Feen würden reichen, aber da brauche ich sicherlich sehr viele 3. Ich glaube, bei seinem Randomizer hat er benutzt, ich glaube, 3 Elixier und eine Fee und im Original dasselbe. Also mache ich auch dieselbe Taktik, wie er jetzt auch getan hat. Ja, Ganons Turm in Randomizer gespielt hat. Und ja, Randomizer ist etwas anderes. Ich werde niemals Zelda Randomizer mal zocken. Vielleicht einen Stream würde ich machen, ich weiß es nicht. Aber wir sind jetzt mal hier, wo wir angefangen sind, wieder einmal. Wir müssen jetzt mal wieder runtergehen. Die Frage ist jetzt nur, welche Richtung jetzt? Entweder nach oben oder nach unten? Denn nach oben scheint wohl eher das nicht der Fall zu sein, oder doch? Naja, wir können jetzt ruhig hochgehen, aber ich glaube, da brauchen wir natürlich den großen Schlüssel. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich jetzt dann den Kompass? Anscheinend sicherlich am obersten Stockwerk. Ich habe jetzt 3 Elixiere mitgenommen. Das wird jetzt sicherlich hoffentlich reichen fürs Erste. Ich habe doch geahnt, dass er jetzt dann elektrisch laden wird, der Bastard. So. Müssen wir jetzt den Hammer einsetzen. Boah, aber fühle ich mich jetzt irgendwie viel besser. Ich bin jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt wie damals, ich das letzte Mal erleiden musste. Interessant, dass es irgendwie egal ist, in welche Richtung man pushen soll, die Sache. Aber mal sehen, wie weit wir jetzt durchkommen in dieser Folge. Ich glaube, es wird jetzt einige Folgen noch dauern, bis wir dann zum Finale kommen. Also ihr könnt schon damit rechnen, dass es dann ein langer Let's Play-Folge sein wird. Bis dahin werde ich auch noch ein bisschen an Domtendos Let's Plays einmal angucken. Die war schon jetzt 5 oder 6 Jahre her, glaube ich, an dieses Let's Play von ihm. Na, da war ich ja schon, verdammt. Warte. Hier geht's nicht mehr weiter. Also das heißt dann, ich muss dann entweder hier bombardieren. Oder ich bin jetzt einfach zu doof gewesen und ich hätte lieber doch noch nach links gehen sollen. Das war dann ziemlich scheiße von mir dann. Aber Gott sei Dank gibt's jetzt keinen Wollmeister. Das ist das Mindeste jetzt. Und ja, ich habe jetzt diesmal jetzt die Pfeile etwas extensiert, damit ihr es wisst. So. So schnell durchraschen. Oh Mann. Komm. So, geht doch. Da müssen wir jetzt wieder zurück zum Teleporter, glaube ich, anscheinend. Ja, es geht ja ohne Damage diesmal, nice. Aber ich glaube, jetzt kommt jetzt der Wollmaster hier, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist nämlich die Dreckshand, ne? Die mich wieder zurückbringt in den Dungeon, wie immer. Oh Mann, jetzt habe ich mich treffen lassen. Ich Noob. Aber wie komme ich da hier rüber? Ja, wie soll es denn gehen, bitte? Huch. Hey, ich hab's gewusst, da ist etwas. Ich hab's geahnt. Da ist der Schlüssel. Ja, tatsächlich. Ob ich nicht früher drauf gekommen bin? Ich Noob, ich hab keine Ahnung. So, ich werde jetzt mal schnell den Safe State hier setzen. So, ich will lieber mit Safe States arbeiten, weil ich weiß nicht, welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Den Teleporter-Trick wieder, ne? Wir kennen schon den alten Teleporter-Trick. Boah, der Teleporter-Trick ist ziemlich nervig. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Nö. Auch nichts. Wetten, der untere ist dort. Was? Tatsächlich. Wie geht's weiter?
Da habe ich jetzt zwei Treffer kassiert. Also das Problem, jetzt habe ich nicht mehr den Schwingstrahler mehr. Ja, ich habe es doch geahnt, dass er mich rausschmeißen würde, der Bastard. Aber ich würde gesagt zu mir, der Ganonsturm ist der einfachste überhaupt. Ich bin gespannt, ob es wirklich sehr einfach, sehr easy ist, wie er das geahnt hatte, der liebe Dynamite. Aber ich habe das Gefühl, ich werde jetzt sicherlich dann jetzt... Warte. Hier geht nichts mehr weiter, okay. So, ich glaube, ich muss mich hier durchrushen, oder? Oh, das war jetzt ziemlich glücklich. Oh. Ja, da brauchen wir natürlich ein Dungeon-Item. Oh mein Gott, da brauche ich dann den großen Schlüssel. Verdammt, das habe ich aber leider nicht. Ah ja, genau. Da brauche ich jetzt natürlich den Erdmedaillon oder den Luftmedaillon. Ja, tatsächlich, da ist was. Ich habe es doch geahnt, da ist was. Nochmal. Deshalb habe ich jetzt die drei Medaillons mitgenommen. Ich weiß nicht, wie das ablaufen wird. Wie komme ich da hier rüber? Nochmal. Also hier drüben, dann so. Du Scheiße, da brauche ich richtig viel. So, ich muss jetzt dann diese Gegner jetzt hier platt machen. Das geht jetzt schon ein bisschen nervig vorbei. Gut, da bin ich jetzt los. Und leider muss ich jetzt wieder den Elixier nehmen. Da brauche ich drei Elixier oder vier Elixier definitiv, weil das schaffe ich ohne den Scheiß nicht. Boah, also okay, da muss ich dann noch geradeaus hier. Das muss nicht runterfallen. Okay, noch etwas weiter nach oben. Boah. Wie oft ich den nutzen muss, ne? So. Dann noch nach oben hier. So, geschafft. Puh. Nochmal aufladen. Ich weiß, ob es nicht richtig ist, aber ich bin mir sicher, dass wir dorthin gehen müssen. So, Safe State. Ich muss mit Safe States arbeiten, tut mir leid. Ich weiß, ihr werdet dann sicherlich jetzt kritisieren mich oder sowas, aber ich muss mit Safe States hier arbeiten. Ich möchte einfach nicht neu anfangen, den ganzen Scheiß. Ich sterbe. Ich weiß, ich habe jetzt genug von diesem Zeugs hier. Ich glaube, da brauche ich sicherlich jetzt eine Bombe. Fuck, jetzt hat er mich doch getroffen, ich Noob. 10. Okay, da brauche ich jetzt sicherlich eine Bombe hier irgendwo. Eine muss hier eine Bombe sein. Aha. Da ist was los. Da ist was. Ist da etwas? Nee, nichts. Okay, dann müssen wir da drunter, glaube ich. Anscheinend. Oh nein, nicht diese Gegner. Oh, jetzt kommen die Bosse. Ach, ich Noob. Okay, da muss ich jetzt mit den Pfeilen machen. Wenn man die Silberpfeile hat, ist man ein echter Gott. Hehehe. Das geht ja ziemlich easy. So. Mal sehen. Den ersten Boss haben wir schon geschafft. Also jetzt kommen wieder die Golden Three, glaube ich jetzt. Oder die Golden Eight, ich weiß nicht. Die Great Eight. Wie beim Mega Man. Ist aber noch ziemlich heftiger. So, ich muss schon mal an, wo es hier hingeht. Hier ist noch etwas. Natürlich eine Feenbrunnen. Was haben wir dabei gedacht? Danke für die Energie. Aber hier brauche ich jetzt natürlich jetzt noch mehr Feen, glaube ich. Eine Fee nehme ich mit. So, Safe State. Ich mach's lieber mit Safe States, weil ich habe irgendwie keinen Bock, weil dieser Dungeon wird der schwerste sein überhaupt, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber viele Leute sagen schon, dass es der schwerste Dungeon, der es je gegeben hat. Ah ja, da komme ich wieder zurück. Ist doch geahnt.
Warte. Da ist noch etwas oben. Werden, da war der große, der Key gewesen, der Schlüssel. Dann war das echt ein Epic Fail. Als ob. Okay, nochmal Load State. Besser, man hat jetzt ein Load State geladen und dann kann man das nochmal versuchen. Dann komme ich wieder zurück, das ist ja logisch. Bloß nicht mit den Gegnern treffen lassen. Nein, jetzt muss ich das hier wieder nehmen, ne? Nicht dein Ernst, Bruder. Ernsthaft? Nicht dein Ernst. Kann man ja fast nicht erinnern, wo man gehen muss, ne? Oh, Alter. Ich hasse das. Ich hasse diesen Dungeon jetzt schon, ne? Okay, dann muss ich dann jetzt hier rüber gehen. Ja, meine Energie ist jetzt wieder knapp. Ich noob. Oh mein Gott. Ich hasse diese Stelle so sehr. Ich hasse ihn. Ich muss jetzt weniger einsetzen, das hier. Es geht nicht anders. Kann ich ja nur noch durchgehen, ne? So. Jetzt habe ich ein bisschen weniger genutzt. Oh, ich hasse den Dungeon so sehr. Ich glaube, der wird dann sicherlich sehr, sehr viel Leid tun. Dann werde ich noch bereuen, dass ich den jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, ich hoffe, ich bin dann mit diesem Dungeon nachher dann gleich durch. Was? Ich muss ihn wieder nochmal kämpfen? Nicht dein Ernst? Really? Spiel. So, Master Sword sind wir eh schon Gott. So, damit haben wir den jetzt erledigt. Kein Herzcontainer, ist ja logisch. So, das müsste jetzt der Boss, der große Key sein, oder? Ja, endlich. Noch 10 Pfeile haben wir noch gesammelt und noch die Bomben aufgefüllt. Super, supi dupi, endlich sind wir durch. Oder? Sind wir jetzt mit dem unteren Geschoss durch? Ja, Gott sei Dank. Oh Mann. Wie sehr mich dann dieser Part das Let's Play noch kränken wird. Ich bin mir sehr gespannt. So, jetzt brauche ich irgendwie noch das Dungeon-Item, oder? Tatsächlich. Mhm. Und wir haben jetzt das letzte Outfit. Die rote Rüstung. Die schützt sich noch besser als die blaue. Super, sind wir vollständig geschützt von dem ganzen Strapazen. Es schadet jetzt noch weniger die Attacken von den anderen Gegnern für uns. Die Frage ist jetzt, was muss ich da machen überhaupt? Hier komme ich nicht mehr weiter. Ja, da komme ich wieder zurück. Ist ja logisch. Also muss ich jetzt dann doch jetzt zurückkehren. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gegangen, oder? Ich noob. Ja, ich musste natürlich jetzt woanders hingehen. Ich Vollidiot. Ich Idiot, ich muss dort woanders gehen. Ich habe jetzt noch einen Trank. Das muss ich jetzt aufheben.
glaube ich, oder? Habe ich jetzt einen Trank noch? Nein, ich habe keine Tränke mehr. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Von wegen brauche ich drei. Ich brauche jetzt eine Menge davon. Eine Menge von diesen Scheißtränke muss ich jetzt mitnehmen. Da brauche ich mehr als nur drei Tränke. Was denken sich da die Leute da dabei? Er hat mir gesagt, ich brauche nur drei Elixiere, um das hier durchzuziehen. Aber das wird jetzt auch noch der schwerste Teil sein, den ich jemals durchziehen werde im Let's Play. Aber ihr könnt schon damit rechnen, dass es jetzt noch 2 bis 3 Parts dauern wird bis zum Finale, Leute. Ich freue mich schon jetzt wie ein Ass. Ich werde jetzt nicht glauben, wie sehr ich mich dann freue, wenn ich jetzt dann die Sache hinter mir habe. Gott sei Dank, die machen jetzt weniger Schaden. Jetzt brauche ich einen von denen, jetzt muss ich ausschalten jetzt. Ja, der hat mich getroffen, dieser Bastard, ne? Ich Noob. Boah, ich lass mich jetzt endlich mal treffen. Boah, diese Bimos, ne? Die gehen mir ziemlich auf den Nerv, ne? Diese laserschießenden Viecher, ne? So, da brauche ich jetzt den großen Key. Das habe ich jetzt bereits. Dann könnte ich damit rechnen, dass ich sehr oft fehlen werde. Nicht euer Ernst, oder? Muss ich richtig gut timen. Oh mein Gott. Schnell durch hier, schnell durchrennen. Ah. Schnell muss ich den. Ich muss den Fee einsetzen, es geht nicht anders. Komm her. Oh mein Gott, ich habe jetzt fast gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Oh, fick dich. Oh, endlich geht's wieder hoch aufwärts. Gott sei Dank. Oh, diese Gegner wieder, ne? Boy. Oh mein Gott. Das ist der asozialste Stelle überhaupt sein im Spiel, ne? Boah, ey, leck mich. Das habe ich jetzt überstanden, ne? Zumindest das hier. Och nee, noch mehr davon. Ich hasse das Spiel jetzt. Ich hasse dich so unglaublich. La 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 la. Oh mein Gott. Ah, fuck. Ja, komm, hör auf mich 10-mal zu hauen, ne? Boah, da kann ich ja nur mit Feen schaffen. Das ist doch echt unmöglich. So, ich muss jetzt wieder mit Feen einsetzen. Es geht nicht anders. Ich muss alle Feen einsetzen. Ich habe fast gar nichts mehr. Boah, leck mich. Boah, diese Rutschplatten sind einfach die nervigsten Spielgeräte überhaupt. Haha.
Och nö, nicht dieser Gegner. Nicht dieser Gegner, nein. Nicht der da. Oh Gott, nicht der da. Ich weiß, das ist natürlich die... Master Sword wird sicherlich dann sicherlich sie downen. Ownen. Ja, tatsächlich. Der Master Sword ist immer der schwerstärkste. Oh mein Gott. Die Great Three sind das jetzt nun. Oh mein Gott. Ich hasse den Gegner so sehr. Ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust, Leute. Diese Gegner wieder zu kämpfen, ne? So, das war's. Ich glaube, es kommt auch noch der Moldorm. Das wird doch der asozialste Boss überhaupt im Spiel. Lass mich raten, jetzt kommt Moldorm. So, jetzt muss ich wieder mal den Luftmedaillon einsetzen. Ich hab's gedacht, geahnt. Okay. Ganz ruhig. Chill. Chill, 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 chill. Okay. So. Nochmal Luftballon-Medaillon, bitte. Boah. Wie ätzend das sein kann, ne? Boah, das war ziemlich gut. Das ist ein geiler Rush, ne? Geiler Run, muss ich schon sagen, jetzt. Oh mein Gott, ich muss jetzt schön aufpassen, jetzt. Komm her. Du bist tot. Nein! Ach, fuck! Ich wollte das jetzt nicht einsetzen. Boah, das war geil. Oh mein Gott. Jetzt rasche ich schon durch, Leute. Ich rasche schon durch. Nur keine Panik. Nur ich muss aufpassen, dass jetzt nicht der Wollmaster wieder kommt und mich wieder wegführt. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust. Nee, ich habe wirklich keine Lust, Mann. Ohne Scheiß, ich habe wirklich keine Lust auf den Boss. Nein! Ach, fuck. Ach Mensch, Menno, Menno. Hä? 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 Ach nee. Geil. Ich habe super, danke für meine Energie, dass ich jetzt wieder verkackt habe. Mann, nee. Och, Menno, jetzt... Nein. Ich habe jetzt meine ganze Energie jetzt verscheißert. Och, nee. Nö, keine Lust mehr. Menno, ich habe keine Lust auf diesen Game, ne? Oh, fuck. Schnell, 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 schnell. Ja. Oh. 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 Endlich geschafft. Yay. Ja, Energie. Oh mein Gott. Ich bin echt nervös, Leute. Oh, das erinnert mich voll an den... Nein. Nein, nicht die da. Ich hab's gewusst, dass das ein Trick war. Wie fies. What the fuck. Ach ja, genau, komm. Ich bin jetzt echt ein Stress, ey. Stress mich jetzt nicht, Spiel. Ja, natürlich. Ey, das Spiel trollt mich jetzt eben, ne? Ja. Klar, ist logisch, komm. Ja, komm, lass mich doch endlich durch, du Affe. Mach doch endlich mal was richtig, du dämliche Fotze, ey. G-
Geh rein, bitte. Oh. Oh mein Gott. Nein. Wozu denn eigentlich? Ich hasse das Spiel jetzt. Ich hasse das Spiel. Ja. Ja. Schnell durch. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich habe fast gar nichts mehr, Leute. Nein. Nein. Was? Es hat nicht geklappt. Hä? So. Ich glaube, ich werde jetzt hier sterben, glaube ich. Ist mir sicher. Oh mein Gott. Ich muss es bloß nicht treffen lassen, so oft. Alter, wehe. Alter. Ich muss keinen Fehler machen. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock. Ich muss jetzt schnell safen. Ich muss safen. Es geht nicht anders. Ich muss mit Safe States machen. Ja! Alter, danke, bitte. Oh mein Gott, ist das ein Scheißer, dieses Spiel, ne? Dieses Drecksviech. Und wieder ein Schlüssel. Ja! Es geht weiter. Der Terror geht weiter, Leute. Alter. Mich kurz gebackt. What the hell? Nein, nicht dieser Gegner. Nein, nicht der da. Nein. Ich hasse das. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Nicht der da. Nein, nicht der. Alter, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so ab. Hä? Nur zwei Treffer? Lull. Was ist das für ein Opfer gewesen, bitte? Ohne Scheiß, was war das denn für eine Scheiße? LOL. Der Part wird jetzt etwas länger sein, Leute, aber... Boah. Nicht der da. Alter, ich hasse das. So, Safe State, bitte. Damit ich jetzt wohlfühle. Sicherheit Safe State, damit ich mich wohlfühle. Boah, Alter. Schnell durchrennen, schnell durchrennen. Einfach durchrennen. Ja, komm. Ja. Haut mich noch 10.000 Mal nieder. Oh mein Gott. Was? Wir sind schon da? Nein, nicht dein Ernst. Ich bin jetzt so weit gekommen? Schon jetzt der Boss? Ist nicht wahr. Oh mein Gott. Ich kann's nicht glauben, ich bin jetzt wirklich mein Boss. Oh mein Gott. Ist es jetzt soweit? Das Finale gegen Ganon. Oder kommt jetzt ein Plot-Twist? Safe State. Damit ich mich wohlfühle. Sicherheit Safe State, damit ich mich wohlfühle. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich hab's tatsächlich geschafft. Danke für Mr. Dynamite, der mir ein bisschen geholfen hat. Oh mein Gott. Dein Tipp war doch nicht so schlecht. Ich gebe ihm alles zurück, Kollege. Aber jetzt kommt dann wahrscheinlich jetzt der Final Boss. Mal sehen. Gegen Ganon. Nein! Wer ist das denn jetzt? Aghanim. Und er ist am Leben. Respekt, du hast es bis hierher geschafft, hast Link. Zwar freue ich mich, dich wiederzusehen, doch sei versichert, dass es nicht zu einem dritten Treffen kommen wird. In SNES war es irgendwie anders. Er hat jetzt sich verdoppelt. Wir müssen ja selber wissen, wer der Richtige ist, der Echte ist. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht getroffen, oder? Doch. Okay, ganz ruhig. Wir haben noch einen Safe State gemacht. Kann ihn nicht treffen. So, einmal habe ich ihn getroffen.
Oh mein Gott, ich habe fast keine Fäden mehr. Ich muss mich leider speichern lassen, jetzt geht nicht anders. Ich lasse mich jetzt nicht beirren und sind Trotteln. Ja, da trifft mich auch jetzt daneben, what the fuck. Okay, Safe State wieder laden. Boy. Muss es doch irgendwie möglich sein, jetzt mit wenigen Herzen zu schaffen. Ja, wir kennen wir jetzt schon. Wir werden ein drittes Mal nicht mehr sehen. Ich kenne dich. Na. Ein Treff habe ich nur kassiert für ihn, ne? Jetzt habe ich keinen Treffer gegeben für ihn. Ich muss ausweichen. Ja, ich weiß jetzt schon die Taktik. Okay. So, ich muss dann einfach nur die für die früher schießen, dann ausweichen. Ja, so mache ich das jetzt, die Taktik. Okay, Strategie. Boah, ich musste mich trotzdem treffen lassen, ne? Unnötig, ne? Boah, diese Gegner sind jetzt. Das macht jetzt noch den Kampf noch schwieriger. Zwei Treffer, geil! Doppelkombo. So. Aber mit einer Wirbelattacke funktioniert es noch easy. Ein, drei. Ganz ruhig. Vier? Oh mein Gott, gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Einen Treffer brauche ich noch für ihn. Oh Mann, ausgerechnet muss ich mich jetzt noch hier treffen lassen, ne? Fünf? Oh, das war's! Endlich ist er down! Der Bastard. Aber schaut euch das an. Ganon konnte noch fliehen. Also Ganon existiert im Spiel. Oh mein Gott, Leute, es geht jetzt zum Finale, Leute. Aber ich glaube, das mache ich erst im nächsten Part. Oh mein Gott! Der war doch ziemlich ein Klacks, dieser Dungeon, bitte. What the hell? So. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch erstmal mich aufheizen. Ja, kann ich eh doch gut. Oh mein Gott, Leute. Ich muss jetzt erstmal mich aufheilen, weil das so kann ich jetzt nicht kämpfen. Jetzt kommt es zum offiziellen Showdown, Leute, im nächsten Part. Zum Finale von A Link to the Past. Oh mein... Nein. Alter. Jetzt. Nochmal. Ja, verpisst euch. Ich bin jetzt bloß nicht... Hä? Hä? Was ist jetzt? Auf einmal los, bitte. Hallo? Ich glaube, ich brauche jetzt sicherlich jetzt noch mehr Feen, glaube ich, dann jetzt in nächster Zeit. Und ein paar Elixiere, das ist ja logisch. So, voll aufladen bitte. Voll Herzen. Oh mein Gott. Ich habe keine Lust auf den finalen Boss, weil das wird jetzt der schwerste Boss sein, wie ich mich recht denke. Aber der ist ziemlich easy, aber man muss richtig gut Taktik haben. So, zwei Feen nehme ich mit und zwei werde ich dann nur auffüllen mit die Elixiere dann im nächsten Part. Oh mein Gott. Im Finale geht's. Im nächsten Part ist das Finale, Leute. Ich freue mich schon wie ein riesiger Ass, ne? Yay! Endlich ist das Let's Play bald vorbei. Nie mehr dann das Spiel spielen mehr.
Sag mir bloß nicht, dass ich nochmal das Let's Play werde. Ich werde jetzt nie wieder LP mehr. Das war jetzt schon genug Quälerei. Dann habe ich schon bald keinen Bock auf Let's Plays, aber ich möchte jetzt nicht so weit gehen mit der Linie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich euch jetzt schon schnell vorbereiten? Für diesen Part und dann... Ah, falscher Ort. Kacke, falscher Ort. Ich muss hier entlang. Ich brauche noch ein paar... So. Ich brauche noch 60 Rubine mindestens. Geil. Na gut. Nochmal wieder zurück zum nächsten Ort, wo ich Rubinen farmen kann, zum Beispiel hier. Wir gehen jetzt noch schnell zum zu Blinds Hütte. Da gibt es noch Rubine. Ich brauche noch mindestens 160. Einmal noch und dann haben wir alles hinter uns. Dann geht's dann auf zum großen Finale, Leute. Ich weiß, der Part wird jetzt etwas länger sein als normal, aber hoffentlich verzeiht ihr mir das. Das große Finale gegen Ganon. Oh mein Gott. Meine Seele ist schon gekränkt. Nicht ohne Scheiß. Meine Seele ist extrem gekränkt. Von den Schildkrötenfelsen immer noch, aber... Das Schildkrötenfelsen war der asozialste Dungeon überhaupt. Muss ich euch jetzt schon ehrlich sagen. Ihr könnt labern, wie ihr wollt, aber... Der Dungeon... Der siebte Dungeon war der asozialste. Der Ganon-Turm, okay, nehme ich zurück, ist doch nicht so schwer. Warum ist dann der schwerste... Warum ist denn die Dungeon, die etwas... fast am letzten einfacher? Der ganz letzte einfach easy... Obwohl wir dann so schnell durchrushen können und das ohne Kompass. Ah ja, genau, ich muss wieder neu rausgehen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe keine Lust. Ehrlich, ich habe wirklich keine Lust auf den finalen Boss in diesem Part. Aber im nächsten Part bin ich dann mehr motivierter. So, ich brauche jetzt noch mehr Rubine als erstes noch schnell. Den letzten Trank hole ich noch und dann geht's dann auf zum Finale im nächsten Part. Durch euch noch vorbereiten. Es wird ein bisschen noch dauern, also gute 40, 50 Minuten wird der Part noch sein. Ich weiß, ich verschwende eure Zeit mit dem ganzen Rubinesammlerei. So, aber jetzt gehen wir noch wieder zurück zum Magieladen. Und holen wir uns den letzten Trank. Super, jetzt haben wir zwei Feen. Müsste normalerweise reichen. So, ich gehe noch zum Schildkrötenfelsen. Da gibt es noch einen Magietrank, den ich noch nachfüllen kann. Damit wir gut vorbereitet sind. Ja, so, das müsste reichen. Gott sei Dank hat es... Ich habe keinen Damage gekriegt, what the hell. Naja, egal. Gut, dann lass uns jetzt schnell nach oben gehen, zum Schloss, wo jetzt die Pyramide dann stehen wird. Oh mein Gott, ich habe keine Lust, Leute. Ich habe keine Lust auf den Boss. Ich habe keinen Bock auf den Boss. Ich freue mich schon wie ein Ast, dass ich das Spiel bald hinter mir habe. Ihr auch, oder? Oh Mann. Was mache ich damit? Ich glaube, ich werde noch sicherlich noch einen Dungeon machen. Ich weiß es nicht, ob ich dann noch den Bonus-Dungeon machen werde. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht kommt noch ein Bonus-Part irgendwann mal. Also gut. Safe State setzen, damit ich mich wohlfühle.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge, letzten Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past. Also darf ich mich noch unbedingt noch freuen, obwohl es euch wahrscheinlich ein lustiger Part war. Aber jetzt geht es dann endgültig zum großen Finale von The Legend of Zelda A Link to the Past. Vielleicht noch ein Bonus-Part kommt dann wahrscheinlich in ein paar Tagen später. Aber lasst euch überraschen. Wir sehen uns in der letzten Folge von A Link to the Past. Und dann wahrscheinlich kommt dann noch ein Bonus-Part, wie gesagt. Abo und die Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr immer informiert bleibt. Und wir sehen uns in der letzten Folge. Euer Redbook Attendo. Ciao.